Geh dann schon mal So, raus. da sind wir wieder. Marcel ist gerade rausgegangen. Ich wollte gerade noch irgendwas erklären. Achso, ja, genau. Warte mal kurz, Marcel. Und zwar, Direkt. du kannst, wenn du rechtsklick da auf dein Pokémon machst, an der Seite, dann bekommst Natürlich. Du die Eigenschaften deines Pokémons. Da kannst du es auch nochmal umbenennen bei Okay. Namen. Und du kannst, das wollte ich jetzt eigentlich zeigen, die Attacken noch tauschen. Wenn du da oben auf die letzten Tab klickst, kannst du die Attacken tauschen. Denn ich hätte nämlich sehr gern. Wie nenne ich denn meinen Glumanda? Tackle an erster Stelle. Wie nenne ich meinen Glumanda? Wie nenne ich meinen Glumanda? Wie nenne ich es denn? So, ich gebe meinem Pokémon auch einen Namen. Dafür, dass er den ersten Kampf verloren hat, bekommt er einen sehr schönen Namen. So. Ihr habt ihn gesehen, Marcel muss warten. Ihr seht ja auch schon andere Spieler oder wo die schon ein Stück weiter sind, denn die haben schon Surfer. Soweit sind wir noch nicht. Ich laufe Marcel davon. Hey, look. Was ist das? Oh, leck mich. Dim, 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 dim. Marcy. Mann, ich will dich bitch slappen. Geht nicht. Ja, ich weiß. Ich kann irgendwie nicht richtig tauschen. Doch, jetzt ging's. Gut. Ja, bei mir hier hakt es gerade auch einmal kurz. Ich gehe schon mal hoch in die nächste Stadt, ne? Ich komm mit, warte. Und ja, auch wilde Pokémon gibt es. Du kannst es jetzt gerade mal zeigen, Marcel. Ich stehe oben in der Wiese, der erste noch. Über mir müsste jetzt so ein Ballsymbol sein oder sowas. Das heißt, ich bin gerade in einem Kampf. Okay. Wir werden das auf Dauer. Ja, das ist auch bar. Sub-Zero hier. Bei dir auch? Ich bin durchgekommen. Ich nicht, ich habe jetzt gerade ein Pokémon besiegt. Genau, hier seht ihr dieses... Ich bin durchgekommen. Hier seht ihr jetzt das Ballsymbol auch noch bei den anderen Spielern oder so. Das heißt, sie sind gerade in einem Kampf. Dann gibt es auch noch mal so einen Meisterball. Oh, schon wieder ein Pokémon. Nein, ganz zum Schluss. Ja, ich hab erste Busch ein, also nicht erste Busch, aber erste Buschreihe ein, zweite Buschreihe ein. So, dann haben wir ein kleines Taubsi. Das werden wir natürlich zu Tode kratzen. Noobs Defense Fail. Ich kenne mich noch nicht so wirklich mit den englischen Begriffen hier aus. Wie gesagt, ich auch nicht. Das wird dann ein extremes Try and Error. Ja. So, ich hole mir natürlich den Trank aber von denen. Ich weiß meine, so der gibt dann einen Trank. Wann hast du diesen Typen hier vorne angesprochen? Der gibt dir nämlich einen Trank. Ich weiß, aber das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich auf dem Rückweg wahrscheinlich irgendwann. Ja, wir müssen gleich nochmal zurück. Da offscreen ein bisschen trainiert. Ja, wir müssen gleich auch nochmal den Trank und dieses Paket runterbringen für Professor Eich. Ich nehme mal die Maus aus dem Bild. Die brauche ich nämlich eigentlich nicht. Sorry, Leute. Währenddessen tackeln wir dieses. Oh, aber das ist schön, dass hier das. Wie heißt das Gute? Das. Oh Gott! Das Pokémon Center schneller funktioniert. Ja, aber weil die Bälle nicht hinlegt. Ja. Alter! Wo bist du denn? Ich komm nicht weg, ich bin immer noch bei den Büschen unten. Wir sollen das Paket erstmal abholen, oder? Ja, wir müssen dafür gleich in den Markt gehen. Aber ich würde danach gerne nochmal schnell ins Pokémon Center, da wo du gerade drin warst. Alter, wenn mich das Taubsi jetzt umbringt, dann kriege ich einen Raster. Es tötet mich tatsächlich. Was machst du denn? Ich wollte nicht flüchten, ich wollte das Taubsi besiegen. Ich darf den Weg nochmal laufen. Weißt du, mein erster Durchlauf lief so perfekt eigentlich, ne? Ja, das was ist denn da noch? Alter, wie kannst du hier durchkommen, ohne dass ich ein Pokémon angreife? Eins hat mich angegriffen. Ich trainiere ein bisschen, solange du noch brauchst, okay? Alter, mich greift in jeden Busch ein Pokémon an, ey. Du kannst auch fliehen, ne? Ja, ich weiß, aber ich will nicht fliehen. Ich will nicht fliehen, ich will lieber sterben. Ja, ich muss ja trainieren im Endeffekt. Weil mit Shigi hast du ja den einfachsten Start gegen Rocco oder so. Und das Problem ist... Ich hab den schwersten Start. Du hast den schwersten, ja. Ah. Aber davor kommt ja noch der Britannia-Wald und Metallklaue ist, glaube ich, relativ effektiv. Kriegt man ja auch. Und damit ich weiß nicht ab wann, weil ich habe diese neuen Attacken so überhaupt noch nicht raus bei diesen alten Pokémon. So, das ich glaube, das hat man auch generell bekommen. Ab Metallklaue? Ja, aber ich habe Blattgrün Feuerrot einmal gespielt. Also Feuerrot. Ich habe Blattgrün zur Hälfte durchgespielt. Und sonst habe ich nur Rot gespielt und Gelb halt, ne? Wie ich... Hatte ich das angemerkt? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall kenne ich daher die Story. Ja, doch, das hast du mir geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das im Let's Play schon gesagt hast. Ich glaube, dein Handy ist gerade sehr nah am Mikro, oder? Mhm. Auf jeden Fall war da gerade dieses Störgeräusch. Ich werde auch gerade angerufen, aber ich lehne mal gekonnt ab und schmeiß mein Handy weg. Clear. Meine Mutter kann später nochmal anrufen. Oh, wir haben Lichtschieds. Alter, ein Schritt weiter und schon wieder ein Pokémon. Ich bin Level 7 und du? Wir haben jetzt Egelsamen. Ich habe übrigens jetzt Glut. Ja, ich habe Egelsamen erlernt. Gleich nochmal um. Aber das habe ich schon ein bisschen länger erlernt.
Wann hast du Blut erlernt? Level 7 und ich bin fast Level 8 oder Hälfte. Ja gut, ich bin gerade erst Level 7 gekommen, du hast ja deinen Dingskampf gewonnen, deinen Rivalenkampf daher. Ja. Aber ich bin gleich oben. Noch ein Busch und... Ach Gott, okay. Kannst hochgehen da direkt. Ist noch ein Ich bin direkt neben dir, ich fighte gerade. Ja, ich hab's gerade gesehen. Gegen einen Radfratz. Ja, ich gegen einen Topsy Level 2, das sollte nicht das Problem sein. Ich glaube, Blut würde nicht instant killen, also ist es egal, welche Reihenfolge ich mache oder... Blut dürfte aber auf jeden Fall mehr Schaden machen, weil du ja auch noch Steps drauf bekommst. Aber wenn ich ihn nicht direkt kille und mit Hackle eigentlich... Ich bin Level 8. Oh, du hast deinen Namen jetzt grün. Also dein Name ist jetzt grün. Wie kann man schnell laufen? X gedrückt halten. Oh, danke. So, hier läuft mal so ein Clown durch, okay? Hast du den Clown noch gesehen? Nee. Hier lief gerade so ein Clown raus. So, damit haben wir uns geheilt. Dann gehen wir jetzt mal schnell ins Dings. In den Markt und reden mit den Händlern. Dann kriegen wir nämlich, glaube ich, das Paket. Ich warte vor dem Markt auf dich. Ich bin schon drin. Ich weiß. Ach, hast du das Paket schon? Ja. Schon lange. Okay. Go, go, go. Oh. Ich habe meine Trainerkarte rausgeholt. Warte, die mache ich mal ganz kurz weg. Ja, ich entkomme! Oh, warte, ich bin hier runter. Ich wollte gerade sagen, bei deinem Glück würde ich lieber den sicheren Weg gehen. Ja, ich muss den Weg ja gleich nochmal hochlaufen für die Leute. Ich weiß. Aber ich denke immer, dass ich durch die anderen Spieler nicht durchrennen kann, weil ich so durch Pokémon gewohnt bin. So, und jetzt kriegen wir unseren Pokémon-Dex von Professor Eich, den wir eigentlich schon längst haben. Der Pokédex. Pokémon-Dex. Ja, alles okay. Das gleiche. Ja, Pokédex ist ja nur die Abkürzung. Ja, ich rede gerade mit ihnen. Jetzt kommt gerade die Java. Oh, bla bla bla. Natürlich das gleiche. Ich glaube, 90% der Leute, die sich das angucken, kennen es sowieso schon. Ja, die Story sollte bekannt sein. Ja. Wie gesagt, und wenn die jemand wissen will oder so, dann Let's Play es auch nochmal. So ist es nett. Ich mach mit. Ja, dann können wir ja schauen. Dann können wir ja. Let's Race. Nein, kennst du das nicht mit diesen, dass man sich diese Speicherstände immer zuschickt und dann immer folgen? Das kenne ich auch, ja, das können wir auch gerne machen. Also dann könnten wir das nämlich so an sich machen, aber so ist er jetzt noch, finde ich, besser, also noch besser, weil wir so gleichzeitig aufnehmen können. Ich renne schon mal los, ich habe ja sowieso mehr Pokémon am Arsch. Ja, ich renne auch los. Speedrun. Drücke X gedrückt. Ich halte X gedrückt. Ich drücke X gedrückt. Nein! So. Instant-Pokémon-Angriff, das ist ja grausam. Ein Radfratz. Ja, bei mir ein Taubsi. Dürfte ja eigentlich sehr effektiv... Nee, ich bin kein Käfer-Pokémon. Auf Käfer ist das sehr effektiv. Also Flugattacken. Shigi ist fast ein Käfer. Oh, ich one-hitte es. Das finde ich nice. Oh, ich bin recht weit. Ich bin recht nicht und, weit. Und. Oh, ich hab's durchgeschafft. Oh, du bist schon durch? Ja. Unfair. Ich werde mich dann mal hier in der obersten Reihe nochmal auf. Jetzt habe ich Pech. Noch ein Taubsi. Ich werde dann noch ein bisschen trainieren, bis du auch hier oben angekommen bist, so wie du jetzt vorhin. Damit wir vom Level. Nein, jetzt habe ich mich missklickt, weil ich zu schnell geklickt habe. Egal. Brauche ich die doppelte Dosis. Die doppelte Dosis Glut. Oder Kratzer wahrscheinlich. Ja, Kratzer. Ich wollte gerade sagen. Ah, da bist du ja schon. Tschüss. Ja, ich habe es gerade fertig. Ich bin gerade Level 8 geworden. So. Level 8? Mhm. Oh, wie niedlich, Kirby. Ja, ich hab meinen Trainerkampf ja nicht. Ich geh nochmal kurz healen, ne? Ich denk mal, du auch, ich oder? Auch. Ja. Ich seh grad deinen grünen Namen hier drin stehen. So. see you again, ja. Fick dich. Was war das? Okay. Wenn das alles gleich ist, dann gibt's dort hinten ein Item versteckt. Das weiß ich aber nicht. Ich renn dir einfach mal nach. Es gibt's. Du solltest das auch bekommen. Jo, Potion. Ja, ja, hab ich. Dann gehen wir weiter zu den netten Herren, die uns die Pokébälle erklärt, oder? Der macht er, glaube ich, diesmal gar nicht. Da können wir dran vorbeilaufen. Okay, haben wir denn Pokébälle? Nein, aber wir bekommen nachher 5. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, woher. Aber da haben wir schon 5, warte mal kurz. Back. Ich glaube, wir haben schon 5 bekommen. Ja, 5 haben wir. Gut. Mein Ziel wird natürlich sein, hier im Wald erstmal ein Pikachu zu fangen. Und das habe ich in meinem anderen Spielstand. Aber Pikachu ist recht selten. Ich weiß. Das werde ich dann wahrscheinlich auch offscreen machen und ich will ein jetzt muss ich mich überlegen. Jetzt musst du dich überlegen. Und ich will ein Smadbo haben und das wird. Also ein Raupi auch noch. Raupi. Ja. Möchtest du das Gegenstück oder das gleiche? Ich glaube. Was ich habe, ist ein. Ich weiß Kokuna. Nicht mal. Ich weiß das nicht mal, ob ich mir hier überhaupt was hole. Kokuna ist die Entwicklung von Hornlio, die Weiterentwicklung. Ich hole mir erstmal hier das Item.
Komm. Pokéball. Ich bin natürlich sehr effektiv gegen Käfer. Mit Feuer, ist klar. Ich glaube, ich bin sogar uneffektiv. Wenn man so im Garten ein paar Ameisen grillt oder Wespennester ausräuchert. Das ist, was du regelmäßig oder wie? Ameisen grillen? Natürlich. Nichts anderes, Curry, nichts anderes. Hornlio. Also die Viecher hier können sowieso alle nur Swingshot und Tackle, beziehungsweise Hornlio kann Giftstachel anstatt Tackle. Kokuna kann nur Härtner, das ist so bitter. Ja, Kokuna und Saftkorn können beide nur Härtner. Solange sie wild sind, können sie nichts. Und auch von Trainern können sie hauptsächlich nur Härtner. Ich habe schon mein zweites Hornlio und ein Kokuna gefunden, aber kein verdammtes Raupi. Ich habe gerade eins kaputt getackelt. Das ist asozial. Sag mal, würdest du mir die Raupis von der Nase nicht wegtackeln? Vor der Nase, Gott. Vor der Nase. Ich laufe jetzt extra so vor dir rum und jedes Raupi. Ich habe schon wieder ein Raupi. Das ist unfair. Soll ich dir eins fangen und wir tauschen? Nein. Du kriegst mein Glumanda nicht für einen Raupi. Nein, aber das ist auch ein Grund, warum ich das hier als LPT machen wollte. Wenn mal irgendwo einer hängt bei einem Trainer, zum Beispiel du hängst jetzt bei Misty und kommst da wirklich nicht durch, weil du kein Pokémon hast, was effektiv ist, kann ich dir rein theoretisch mal Bisasam für diesen Kampf leihen. Ich habe ein Hornlio. Nein, das hatte ich schon zehnmal, ein Raupi. Hast du mir jetzt überhaupt zugehört? Ja, ich habe dir zugehört. Ich weiß, dass wir tauschen können und dann hier und da. Und dann kannst du halt also mit meinem Bisasam dann rein theoretisch da was wegkloppen. Jetzt haben wir hier ein Hornlio. Na, ich mach mal. Ich weiß nicht, aber Bibo ist verdammt schwach, oder nicht? Ich kann es nur einmal angreifen, weil ich sonst töte. Und jetzt schwäche ich mal ein bisschen seine Verteidigung. Oder sein Angriff. Was hat dieser Sam eigentlich als, ich sag mal, Passivfähigkeit? Ich habe keine Ahnung. Damit habe ich mich noch nie so wirklich beschäftigt. Ich weiß, dass Pikachu zum Beispiel Dings haben kann. Das Statik, wenn du es berührst, mal dass sehen. Du dann... Schaff ich's? Diet. Ich sehe leider jetzt nicht... Ich habe einen Raupi gefangen. Also ich sehe die Natur des Pokémons, das ist Adamant. Keine Ahnung, da ich weiß nicht mal, die auf Deutsch... Ich gehe nochmal ganz kurz back. Heilen oder was? Ja. Ja, ich auch. Ich habe ein bisschen viel Leben verloren, weil ich das erstmal ein bisschen schwächen wollte. Weil ich nicht unbedingt Bälle wasten wollte. Ja, ich habe hier gerade einen Kokuna. Da habe ich eine interessante Laufe Idee, gegen eine könnte. Unsichtbare Wand. Edelsamen. Oh, du solltest ein bisschen langsamer durch den Wald kommen. Und dafür ich bin noch genau am Anfang. Ja, du sollst ja auch auf mich warten. Ja, ich bin noch genau am Anfang. Ich weiß. Ja, dann kritte ich das. Mit deiner HP alles okay? 17 von 27. Ja, und dadurch, dass hier gerade ein Kokuna ist. Aber ich glaube, jetzt tackle ich es eh kaputt, ja. Aber ein Kokuna gibt verdammt viel EP, ne? Das ist auch vor allem ganz praktisch, wenn du trainierst und irgendein Low-Pokémon hast. Das dauert zwar relativ lange. Ja, du brauchst einfach die spezielle Attacke, dann geht das. Hier hinten war, glaube ich, auch noch ein Item irgendwo. Ich guck mal ganz kurz. Aber ich glaube, für viele Items brauchst du erstmal Zerschneider und kommst so noch gar nicht dran. Nein. Hier hinten war eins. Okay, ich kill mal kurz das Hornlio. Ach, du bist schon wieder hier im Wald? Ja. Wo, du meinst links oben, oder wie? Ja, das habe ich schon. Ja, das muss ich mir noch holen. Ich warte dann mal hier unten auf dich, bis du wieder hier unten bist, ne? Wir müssen ja hier rechts weiter. Alter, wollt ihr mich... Hallo? Ich freue mich schon auf Schutz. Oh Gott. Hallo? Und ah, hier Geto. Haben wir... Oh, wie heißt denn die Weiterentwicklung? Die erste Saftkorn. Weiterentwicklung von Raupi. Saftkorn, danke. Wie gesagt, die alten Pokémon mit deutschen Namen kenne ich. Ich kenne nur die englischen Namen nicht. Ich kenne die deutschen Namen eigentlich auch. Wenn sie mir nicht gerade gefallen. So, dann sind wir schon Level 10. Wofür willst du denn Meisterball opfern? Weißt du das schon? Nein, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es für Mewtwo opfern soll. Mewtwo wäre natürlich ein Ziel. Was sich sehen lässt. Ich weiß es aber auch noch nicht. Also ich habe mir bis jetzt noch kein Ziel gesteckt. Aber Mewtwo hört sich natürlich verlockend an. Ich mag das Pokémon persönlich. So, ich beende mal... Oh Gott, das dritte Pokémon hintereinander nach einem Feld. So, ich beende dann mal hier meinen Part. Ich renne mal kurz zum Pokémon-Center, mich heilen und dann sehen wir uns gleich im Wald wieder mit Marsel. Ciao. Bis gleich.